Sehr geehrte Frau Professor Luft, liebe Mitglieder und Freunde des Ost-West-Forums, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich, dass Sie im Namen des Vorstandes noch mal begrüßen zu dürfen, dass das Haus wieder eigentlich wie fast immer voll ist, aber diesmal ist es ein bisschen voller. Und das liegt ganz sicher daran, dass nicht nur das Thema interessant ist, sondern dass wir auch eine kompetente Gesprächspartnerin gefunden haben. Und ich bin Ihnen dankbar, liebe Frau Professor Luft, dass Sie unserer Einladung ins ferne Sachsen gefolgt sind. An einem Ort, an dem manche Ihrer Vorgänger glaubten, dass Sie hier an einen Punkt kommen, wo sich Fuchs und Hase endgültig guten Nacht sagen. Aber das ist nun wirklich nicht der Fall. Alle haben das lernen müssen. Herzlich willkommen nochmal in Gödlitz. Für die meisten Menschen, die erstmals von dem angestrebten Freihandelsabkommen zwischen EU und den USA hörten, war das keineswegs eine alarmierende Nachricht. Da steckt das Wort Freiheit drin und das Wort Handel, warum nicht, werden sie gedacht und sich anderen Problemen zugewandt haben. Aber dann wurden kritische Journalisten wach, zivilgesellschaftliche Organisationen wie Lobby Control, Compact, ATTAC und viele andere begannen, ihre Leser und Unterstützer über das zu informieren, was sie und uns übrigens uns alle mittlerweile zu Recht beunruhigt. Zuerst einmal, dass die Verhandlungen geheim sind. Dann, dass kaum jemand weiß, wer denn da alles mit welchen Zielsetzungen verhandelt. Und drittens, und das finde ich besonders gravierend, dass da Dinge verhandelt werden, die die meisten von uns als zentrale Errungenschaften ansehen, die wir keinesfalls zur Disposition gestellt sehen wollen. Was mich am meisten erschreckt, als ich mich in Vorbereitung auf diesen Abend mit dem Thema befasste, war die geballte Wucht von Lobbygruppen, die hinter den Kulissen in Armeestärke für die Zielsetzung der an dem Freihandelskommen interessierten Wirtschaftsverbände kämpfen. Für diese Wirtschaftsverbände. Das ist ein Heer bestens ausgebildeter Fachleute mit fast grenzenlosen Finanzmitteln, mit denen sie die Politik beraten, beeindrucken und zu überzeugen versuchen. Wir alle sollten uns fragen, was wir dieser Übermacht entgegenhalten können. In dem Buch mit dem Titel »Zwischen Wende und Ende«, das Christa Luft kurz nach der Deutschen Vereinigung schrieb und 1999 neu auflegte, hat sie bereits vieles von dem beschrieben, was heute nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zutage tritt. Die Wirtschaft hat weitgehend das Ruder übernommen und höhlt den Sozialstaat, den Rechtsstaat und die Demokratie systematisch aus. Wenn Frau Merkel von der marktkonformen Demokratie spricht, wer könnte das besser formulieren? Wichtig ist, dass wir uns nicht entmutigen lassen, dass wir nicht nur erkennen, reden und klagen, sondern auch etwas unternehmen. Dafür gibt es immer noch eine Menge an Möglichkeiten. Unter denen, die nicht nur merken, sondern auch machen, ist das Ost-West-Forum Gut Gödlitz beispielsweise mit der im Jahre 2010 gegründeten Werteakademie. Wenn es uns gelingt, uns mit den vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit einem Teil der Medien und jenen Politikerinnen und Politikern zu vernetzen, die geistig dazu in der Lage sind und nicht käuflich sind, können wir eine kraftvolle Gegenbewegung organisieren. Aber nun zurück zum Gast unseres heutigen Abends. Christa Luft ist 1938 in Krakow am See in Mecklenburg geboren. Sie studierte Außenhandelswissenschaft und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule für Ökonomie in Ost-Berlin. Danach arbeitete sie im selben Institut als Dozentin und dann als ordentliche Professorin mit der Wirtschaft Osteuropas als Spezialgebiet. Von 1978 bis 1981 war sie stellvertretende Direktorin des Internationalen Ökonomischen Forschungsinstituts beim Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW, in Moskau. Nach ihrer Rückkehr in die DDR arbeitete sie von 1982 bis 1987 zuerst als Dekanin der Fakultät Außenwirtschaft und ab Oktober 1988 als Rektorin der Hochschule für Ökonomie.
Am 18. November 1989 wurde sie in der Modrow-Regierung zur stellvertretenden Vorsitzende des Ministerrats und Ministerin für Wirtschaft ernannt. In dieser Position versuchte sie, die starre Planwirtschaft der DDR im Sinne einer sozialen und ökologisch orientierten Marktwirtschaft umzusteuern. Sie erhoffte sich dabei eine längere Übergangsperiode schon und den Menschen keine Schocktherapie mit Massenarbeitslosigkeit zuzumuten. Gewiss ist auch ihr und der Regierung Modrow zu verdanken, dass die DDR in dieser Zeit nicht im Chaos versank. Auch deshalb wurde ihr bei führenden Wirtschaftsleuten und Politikern Westdeutschlands fachliche Anerkennung und durchaus auch menschlicher Respekt zuteil. Davon war dann nach der Wiedervereinigung, als sie ab 1994 als direkt gewählte Abgeordnete der PDS im Bundestag saß, nur noch wenig zu spüren. Im Gegenteil. Im Bundestag wirkte sie bis 2002 als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und haushaltspolitische Sprecherin ihrer Partei. Danach arbeitete sie bis Ende 2013 als Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und heute wirkt sie noch in der Leibniz-Sozietät und in der Deutschen Gesellschaft für Osteuropa-Kunde mit. Christa Luft hat zahlreiche Bücher geschrieben, neben dem bereits erwähnten Zwischen Wende und Ende, unter anderem Treuhand-Report 1992, gleich hinterher, ja. Die nächste Wende kommt bestimmt, 94, Lust am Eigentum, 96, Abbruch oder Aufbruch, warum der Osten unsere Chance ist, 1998, Wendeland, Fakten und Legenden, 2005, Wirtschaftstheorie in zwei Gesellschaftssystemen, 2011, gemeinsam mit Günter Krause und Klaus Steinitz und wirtschaftliche Herausforderungen, Gedankenstrich Wirtschaftskolumnen, im Jahre 2012. Dass die Professorin für Außenhandel und internationale Wirtschaftsbeziehungen sich mit dem Freihandelsabkommen EU-USA intensiv beschäftigt und darüber auch schon Vorträge gehalten hat, versteht sich von selbst. Frau Professor Luft, Sie haben das Wort. Ja, guten Abend auch von mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Anwesende. Ich bedanke mich herzlich bei Herrn Axel Schmidt-Gödelitz für die Einladung. Ich bin das erste Mal in diesem Refugium und nehme mir eigentlich vor, nicht das letzte Mal hier gewesen zu sein. Es ist ja, es ist wunderbar, es ist ein Kleinod, es ist eine Oase. Und ich bedanke mich für die Möglichkeit, zu einem Thema zu sprechen, mit dem ich eigentlich seit meinem Studium verbunden bin und nie geahnt habe, dass das einmal wieder eine solche Aktualität bekommen könnte, wie es heute erhalten hat. Das Freihandelstheorem von Ricardo, einem englischen Ökonomen, er gehört zu den Vertretern der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie, war in meinem Studium ein Gegenstand und allerdings damals schon verbunden mit dem Hinweis darauf, dass das, was Ricardo unter den Bedingungen des Kapitalismus der freien Konkurrenz entwickelt hat, mit zunehmender Kapitalisierung der Gesellschaft und heute mit dem Finanzmarktkapitalismus eben immer weniger zu tun hat. Also ich will versuchen, nachdem ja Herr Schmidt-Gödelitz im Grunde mir das schon den Extrakt vorweggenommen hat, ein bisschen Fleisch vielleicht noch drumherum zu machen und würde mich freuen, wenn wir dann anschließend ins Gespräch kommen. Seit Mitte 2013 verhandeln und man muss sagen in Brüsseler Hinterzimmern hochrangige Vertreter, hochrangige Experten der Europäischen Union und der und der Vereinigten Staaten von Amerika über ein Freihandelsabkommen. In der englischen Fassung heißt das Transatlantic Trade and Investment Partnership. In Veröffentlichungen, in Zeitungen werden Sie häufig die Abkürzung TTIP finden,
Also wenn Sie darauf stoßen, können Sie sich an den heutigen Abend erinnern und wissen, das ist dieses berühmte Freihandelsabkommen, das da in Rede steht. Eben weil es in Hinterzimmern verhandelt wurde und bis heute verhandelt wird, ist anfangs sehr wenig an die Öffentlichkeit gekommen. Was dann an die Öffentlichkeit kam, war, dass wir vielleicht irgendwann in Bälde sogar mit Chlorhühnchen rechnen können auf unseren Tellern, mit Genfood und mit Hormonfleisch, was nämlich in den USA erlaubt ist und in den meisten EU-Ländern nicht erlaubt ist, beziehungsweise auf Ablehnung bei der Bevölkerung stößt. Nun hat zwar der EU-Handelskommissar de Gucht, ein Niederländer ist er, vor kurzem gesagt, er werde keine europäischen Gesetze ändern, um eine US-Unterschrift unter das Abkommen zu bekommen. Kein europäischer Schutzstandard werde aufgrund dieses Freihandelsabkommens aufgegeben, so de Gucht. Wörtlich, ich werde dafür sorgen, dass TTIP nicht zu einem Dumpingabkommen wird. Ich kann nur sagen, mögen solchen Worten Taten folgen. Noch ist davon aber wenig zu merken. Aber selbst wenn das herausverhandelt werden könnte, was viele Menschen gar als eklig, auch gesundheitsgefährdend, zumindest nicht gesundheitszuträglich empfinden, selbst wenn das mit den Chlorhühnern und so weiter noch herausgestrichen werden könnte, dann bleibt die ganze Geschichte ein neoliberaler Megadeal. Es bleibt ein Projekt, es bleibt eine Liberalisierungswelle, eine Globalisierungswelle, wie wir sie bisher, ich würde sagen, auf dem Globus nicht gekannt haben. Ich will schon mal kurz in Stichworten zusammenfassen, was ich dann anschließend vertiefen werde. Warum ist das so ein Megadeal, ein neoliberaler? Erstens, es wird mit Verheißungen geworben, wenn man Handelsbarrieren abschafft oder mildert, dass dann Kosten gesenkt werden könnten, Wachstum entsteht, neue Arbeitsplätze natürlich entstehen, das Bruttoinlandsprodukt in jedem beteiligten Land steigen würde und so weiter und so weiter. Und diese Verheißungen, ich komme nachher darauf zurück, die sind Mondzahlen. Das sind Verheißungen, die auf Sand gebaut sind. In Wahrheit geht es um eine breit angelegte Attacke gegen soziale Rechte, gegen Umweltschutz, gegen Arbeitnehmerrechte, gegen Verbraucherschutzstandards und Finanzmarktregeln. Dass Wirtschaft eine soziale Funktion haben soll, eine dem Gemeinwohl verpflichtete Funktion haben soll, das kommt in diesem Dokument nicht vor. Jedenfalls nicht in dem, was jetzt bekannt ist. Der zweite Punkt, die Verhandlungsziele bei diesem Abkommen sind dominant von Konzerninteressen bestimmt, nicht von Belangen der Zivilgesellschaft. Der vorgesehene Einfluss von Konzernen und von Bankenlobbys ist bislang einzigartig, würde ich jedenfalls sagen, und überhaupt noch nicht ins öffentliche Bewusstsein der meisten Menschen gedrungen. Wie denn auch? Es wird ja viel zu wenig darüber gesprochen. Es kann insbesondere durch dieses Investitionsschutzkapitel, was in dem Abkommen enthalten ist, zu einer beachtlichen Machtumverteilung von Staaten hin zu Banken und Konzernen kommen. Internationale Konzerne, das wurde schon gesagt, sollen durch ein Klagerecht auf nationale Gesetzgebung Einfluss nehmen können, wenn sie infolge staatlicher neuer Gesetze, die aufgelegt werden, ihre erwarteten Gewinne, gar nicht mal die tatsächlichen Gewinne, sondern die erwarteten Gewinne in Gefahr sehen.
Und dabei geht es nicht nur um das, was gegenwärtig sich abspielt, sondern auch um das, was in der Zukunft sein wird. Denn dieses Abkommen soll als ein sogenanntes Living Agreement abgeschlossen werden. Das heißt, als ein offenes Abkommen. Alles, was irgendwann später nach Abschluss dieses Abkommens dann von Staaten an Gesetzen erlassen wird, könnte von basierend auf diesem Freihandelsabkommen, basierend auf dem Investitionsschutzkapitel als gewinnschmälernd, gewinnvernichtend vielleicht sogar betrachtet werden können. Man fragt sich, was Länder, was Staaten dann sich überhaupt noch leisten dürfen, ohne von Konzernen verklagt zu werden. Der dritte Punkt, den ich vorweg schicken will: gefestigt werden soll die Dominanz der beiden größten Wirtschaftsblöcke auf dem Globus. Auf der einen Seite die USA mit ihrem großen Markt und auf der anderen Seite die Europäische Union, die zusammen etwa 50% der globalen Wirtschaftsleistung erbringen und ein Drittel des weltweiten Handels repräsentieren. Vor allem gegenüber den Schwellenländern und darunter gegenüber den sogenannten BRICS-Ländern, das ist ja die Abkürzung für Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, also besonders gegenüber diesen BRICS-Ländern, aber auch gegen weitere Entwicklungsländer, soll dieses Abkommen ein Schutzschild sein. Manche Transatlantiker haben den Begriff erfunden, dieses Freihandelsabkommen wäre eine Art Wirtschafts-NATO, wenn es denn zustande kommt. Und ich finde, dass dieser Begriff nicht abwegig ist, denn die militärische NATO wurde einmal gegründet, geschaffen, um gegen die angebliche Gefahr aus der Sowjetunion einen Schirm zu bauen. Und diese ökonomische Allianz hat bislang unter den Konzernen, unter den Banken große Anhänger gefunden, weil die alten Industrieländer fürchten, gegenüber der aufstrebenden, vor allen Dingen der aufstrebenden Wirtschaftsmacht China ins Hintertreffen zu gelangen. Und vierte Bemerkung: Skandalös ist, dass die konkreten Inhalte des Entwurfs geheim gehalten werden, um, wie es wörtlich heißt, den Verhandlungserfolg nicht zu gefährden. Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel für Aushöhlung von Demokratie. Nicht einmal die Abgeordneten des Europaparlaments haben die Dokumente auf legalem, offiziellem Wege bekommen. Vor ein paar Wochen hat die grüne Fraktion im Europaparlament die ihr zugespielten Abkommensentwürfe veröffentlicht. Und da kann man bei Interesse sich selbst kundig machen, selbst wenn das auch nur nicht alles umfasst, sondern das ist der große Rahmen. Die vielen Verästelungen und Dinge, die da noch folgen, sind bislang nicht bekannt. Es sollte dieses Abkommen im Grunde im Herbst 2014 schon unterschriftsreich sein, das war der Plan, aber daraus wird nichts. Die Öffentlichkeit ist mehr als das wir vielleicht verfolgen, inzwischen alarmiert. Protest gibt es bei Gewerkschaften, insbesondere die IG Metall macht sich ganz stark, denn Deutschland ist auf dem Gebiet, alles was von der IG Metall auf Arbeitnehmerseite vertreten wird, ja in der Produktion auf dem Weltmarkt wirklich ein führender Partner. Es gibt Protest bei zivilgesellschaftlichen Organisationen, es gibt Protest im Bauernverband, es gibt bei manchen Abgeordneten der Bundesparteien Unbehagen. Dieses Unbehagen wächst sogar in der Bundesregierung. Wirtschaftsminister Gabriel hat sich vor ein paar Tagen sehr kritisch geäußert, wörtlich: es müsse ausgeschlossen sein und bleiben, dass Regelungen zum Schutz von Gemeinwohlzielen, die in demokratischen Entscheidungen rechtsstaatlich zustande kommen, ausgehebelt oder umgangen werden. Ich denke mal, man wird den Verlauf der Verhandlungen beobachten müssen und auch Herrn Gabriel dann einmal an diesen Satz erinnern.
Die anfängliche Euphorie bei Aufnahme der Verhandlungen im Sommer 2013 ist jedenfalls großer Ernüchterung gewichen. Inzwischen sah sich auch der von mir eingangs zitierte Handelskommissar de Gucht genötigt, auf die Proteste insbesondere zum Investitionsschutzabkommen, zum Investitionsschutzkapitel zu reagieren. Und er hat diese Beratungen zu dem Kapitel ausgesetzt, bis die Europawahl vorbei ist. Nun kann das natürlich auch ein Trick sein, kann Taktik sein oder aber eine Beruhigungspille für die Öffentlichkeit. Ich finde jedenfalls, das Ergebnis der Verhandlungen kann niemand vorwegnehmen, aber abwarten ist die schlechteste Lösung. Es gilt frühzeitig auf die drohenden Gefahren aufmerksam zu machen, die sich aus diesem Abkommen, wenn es denn abgeschlossen würde, so ergeben. Und daher ist Aufklärung über das Vorhaben zu intensivieren, finde ich. Und vielleicht kann dieser Abend heute ein wenig dazu beitragen. Worum geht es im Einzelnen bei dem, ich sage jetzt mal in Kurzform, bei der Freihandelszone? Nun, mit dieser Freihandelszone soll der Welthandel durch Abbau bzw. Abschaffung sogenannter Handelsbeschränkungen einen nie dagewesenen Schub erhalten. Es geht bei Handelsbeschränkungen immer um zwei Arten. Zum einen um die sogenannten tarifären Handelsbeschränkungen, das sind Zölle, und zum anderen um nicht tarifäre Handelsbeschränkungen, das sind Normen, technische Normen, das sind Standards, das sind Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften, Bestimmungen für den Gesundheits- und Umweltschutz und viele solcher Vorschriften mehr. Was die Zölle anbetrifft, ist das im Grunde zu vernachlässigen, denn zwischen den USA und der Europäischen Union, den Ländern der Europäischen Union, gibt es heute schon so gut wie kaum noch Zölle. Im Schnitt gibt es Zölle in der Höhe von 2,6%, das ist also 2,8%, Entschuldigung, bei industriellen Gütern. Da wäre das Freihandelsabkommen unnötig, um dies zu beseitigen. Das ginge auch anders. Viel entscheidender sind aber eben diese nicht-tarifären Handelsbeschränkungen. Ich sage mal ein paar Beispiele, was das Geflügelfleisch anbetrifft. Ich sagte vorhin, dieses Chlorhühnchen könnte bei uns landen. In den USA gilt für die Entkeimung von Geflügelfleisch, bevor es dann in den Verbrauch kommt, das Legen dieses Fleisches in ein Chlorbad. In der EU, in den europäischen Ländern, gilt für die Entkeimung von Geflügelfleisch die Desinfizierung sozusagen mit eisgekühlter Luft. In den USA gilt die in der EU vorgeschriebene Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Organismen als ein Handelshemmnis. In Deutschland und vielen anderen EU-Ländern gibt es Vorbehalte gegenüber genmanipulierten Organismen. Ich habe allerdings die letzten Tage das Gefühl aus Presseartikeln, dass da auch schon manches im Aufweichen ist, weil ich meine, wenn die Bundesregierung sagt, da sollen doch die Bundesländer für sich entscheiden. Na mein Gott, wir haben 16 Bundesländer. Und nun, ein Land entscheidet sich für Genmais und das nächste daneben nicht. Was soll das? Also auch hier würde sich in Vorbereitung auf den Abschluss eines solchen Abkommens im eigenen Land manches notwendig machen, endlich Klarheit zu schaffen. Es gibt auch in der EU härtere Regeln für Umwelt- und Verbraucher- und Tierschutz als in den USA. In den USA ist auch Fracking erlaubt, das heißt dieses Verpressen von mit giftigen Chemikalien versetzten Wassers, um damit aus Schiefergestein Gas zu fördern. Das ist in Deutschland zumindest und in vielen anderen europäischen Ländern noch verboten. Auch hier nach der, manche sagen Krim-Krise, kommt da manches ins Schleudern. Herr Gabriel hat gesagt, also man kann doch da durchaus mal noch Gutachten einholen und man kann noch Studien machen lassen, wie gefährlich das eigentlich ist. Auch da kommt etwas in Bewegung. Aber noch gibt es hier zwischen den USA, wo das gang und gäbe ist inzwischen, dieses Fracking, und den meisten europäischen Ländern eine große Differenz. Im Automobilbereich, da haben Sie alle davon gehört, gibt es immer bei
Exporten aus Deutschland oder anderen EU-Ländern in die USA. Und da gibt es unterschiedliche Regeln, wie die Blinker aussehen sollen und die Stoßstangenlängen und die CO2-Abgaswerte und so weiter. Und ohne solche Unterschiede, die es gibt in den beiden Wirtschaftsblöcken, führen dann dazu, dass einzelne Modelle nicht ohne bauliche Veränderungen auf beiden Märkten angeboten werden können. Das ärgert natürlich die Autokonzerne, ist doch klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA sich den höheren Abgasnormen und den Stoßstangenlängen und den Blinkerfarben, die in den EU-Ländern gelten, dass die USA sich da einfach anschließen werden, sondern das wird darauf hinauslaufen, dass die Anforderungen gesenkt werden, dass man sich auf die niedrigeren Werte, die erlaubt sind, in einem Block einigen wird. Und eine solche Absenkungsgefahr droht auch bei den Rechten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es ist besonders pikant in diesem Falle, dass die USA im Unterschied zur EU oder den EU-Ländern von den 8 Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO nur 2 unterzeichnet haben bisher. Nicht unterzeichnet sind die Konventionen zur Gewerkschaftsfreiheit, zur Kollektivvertragsfreiheit, zur Zwangsarbeit, zu gleicher Entlohnung, zu Mindestalter für Beschäftigung und nicht unterzeichnet ist auch die Konvention über die Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz. So, nun bliebe abzuwarten, wer sich da bei diesen Dingen durchsetzen wird, die EU oder die USA. Jedenfalls ist da vieles offen. Mit diesem Freihandelsabkommen drohen also unter dem reizvollen Motto, lästige Kontrollen und Vorschriften abzubauen, zentrale Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausgehöhlt zu werden. Ob auf der anderen Seite die verheißene steigende Produktivität, die geringeren Herstellungskosten, die propagiert werden und die niedrigeren Preise, diese Einbuße an Rechten am Arbeitsplatz kompensieren würden, das ist stark zu bezweifeln, zumindest aus den jetzigen Dokumenten nicht ersichtlich. Was eindeutig ist, es wird zu höheren Profiten der exportorientierten Unternehmen kommen, denn aus Sicht der großen international tätigen Unternehmen sind alle diese nicht tarifären Handelsbeschränkungen ein Ärgernis. Und darum ist auch klar, warum da so viel geheim verhandelt wird. Denn wenn es offen verhandelt würde, wäre der Protest, vermute ich, jeden Tag auf der Straße zu sehen. Zweitens, was verspricht dieses Freihandelsabkommen? Und immer wieder, ich sage, gestützt auf das, was Ricardo einmal 1817 in einem Buch veröffentlicht hat. Er ist der Vater der Freihandelslehre. Gestützt auf diese Lehre wirbt das in Rede stehende Abkommen mit folgendem Motto: Freihandel bringt mehr Freiheit, mehr Wohlstand, mehr Arbeitsplätze. Entstehen soll mit über 800 Millionen Einwohnern, 300 Millionen davon in den USA und 500 Millionen EU-Bürger und rund 60% der Weltwirtschaftsleistung die mit Abstand größte Freihandelszone auf dem Globus. Beschworen werden Wachstumsschübe und niedrigere Produktionskosten. Absehbare negative soziale und ökologische Folgen werden hingegen nicht thematisiert, jedenfalls nicht in dem, was jetzt im Entwurfsstadium vorliegt. Ein Recht auf gute Arbeit, auf angemessenen Lohn kommt nicht vor, auch nicht die Gefahr einer Abschottung zum Beispiel gegenüber der Volksrepublik China und anderen Wirtschaftsräumen. Am 17. Juni 2013 hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie vorgestellt im Auftrag des IFO-Instituts München und prognostiziert darin überaus optimistisch folgende Effekte im Falle des Zustandekommens dieses Freihandelsprojekts. Für einen
darf man nicht übersehen, für einen 10-Jahres-Zeitraum, nicht etwa jährlich, für einen 10-Jahres-Zeitraum wird langfristig ein real, also abzüglich Inflation, steigendes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den USA und in allen 27 EU-Ländern prognostiziert, eine steigende Zahl von Arbeitsplätzen. Allein in Deutschland werden 160.000 zusätzliche Jobs vorhergesagt, wie gesagt im 10-Jahres-Zeitraum. Und unabhängig von anderen Faktoren der Lohnzunahme soll eine Reallohnsteigerung, ich bin bald vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe, eine Reallohnsteigerung je nach Einkommensgruppen von bis zu 0,9% vorhergesagt. Und es soll einen um 80% zunehmenden Handel zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken geben. Ich finde, das sind alles Mondzahlen. Niemand kann dafür die Hand ins Feuer legen. Aber sie machen sich natürlich, bis auf manche, die wirklich dumm sind, machen sie sich gut, um dafür zu werben. Das alles aber auch natürlich unter der Voraussetzung, dass diese nicht-tarifären Handelsvorschriften endlich mal gekippt werden. Von Qualitätsstandards über Verpackungsvorschriften, Gesundheitsschutz, Umweltschutz, Datenschutz, Verbraucherschutz und so weiter. Das alles sind sehr konfliktträchtige Gebiete. Ich will noch eines nennen, vorhin zu den anderen, die ich schon angefügt habe. In den USA gilt, dass es gibt unterschiedliche Regulierungssätze, zum Beispiel für die Zulassung von Lebensmitteln. In der EU gilt das Vorsorgeprinzip. Firmen müssen nachweisen, dass ihre Produkte unschädlich sind. In den USA ist das umgekehrt. Dort stellen zum Beispiel gentechnisch veränderte Pflanzen so lange kein Risiko dar, wie das nicht irgendwer nachweist. Also das sind schon gravierende Unterschiede, die aber dann irgendwie doch vermutlich auf dem niedrigeren Niveau eingepegelt werden würden. Kritiker fürchten daher nicht zu Unrecht, dass dieses Freihandelsabkommen, sollte es so zustande kommen, ein Türöffner auch für Gentechnik in der Europäischen Union wird. Obwohl die meisten Verbraucher das nicht wollen. Größter Gewinner eines Freihandelsabkommens, das gibt selbst die Bertelsmann Stiftung zu, seien die USA. Die behielten sogar, das füge ich jetzt von mir aus hinzu, neben dem, was die Bertelsmann Stiftung sagt, dass die USA Gewinner sein werden dieser ganzen Geschichte, füge ich hinzu, das hat bisher noch keiner so auf den Tisch gelegt. Die USA behalten auch ein protektionistisches Instrument. Sie haben nämlich eine eigene Währung im Unterschied zu den Euro-Ländern und können, wenn sie meinen, ihre Exporte florieren nicht so gut, dann werten sie den Dollar ab, kommen leichter auf die Exportmärkte. Wenn sie meinen, es wird zu viel importiert von anderen, dann werten sie den Dollar auf und stoppen auf diese Weise ihre Importe. Das ist ein protektionistisches Instrument. Von dessen Abschaffung spricht natürlich keiner, sondern alles soll die andere Seite regulieren. Die USA können natürlich nichts dafür, dass sie eine eigene Währung haben. Manchmal sind sie auch froh darüber, dass sie eine haben und nicht eine von 27 Ländern, wo 20 den Euro haben und sich immer die Ohren untereinander abhauen. Aber es bleibt doch ein Faktum, dass die USA in dieser Weise einen Vorzug haben in der Freihandelszone. Drittens, die Chancen der Freihandelszone werden überschätzt, die Risiken werden verharmlost. Selbst die speziell in Auftrag gegebenen Studien, die da mit den aberwitzigen Annahmen daherkommen, können nicht einen besonders massiven Schub des Wirtschaftswachstums voraussagen. Und Fehlanzeige wird es auch geben beim Aufbau von Millionen neuer, gut bezahlter und sicherer Arbeitsplätze. Der IG Metall-Chef, der ja noch nicht so lange im Amt ist, der hat zu diesem Problem kürzlich sehr deutlich etwas gesagt, und er sprach von, bezogen auf die Prognosen aus diesen Studien, Bertelsmann-Studien und auch anderen, er sagt, das ist Kaffeesatzleserei, wörtlich. Wenn im produzierenden Gewerbe innerhalb von 10 Jahren 85.000 Jobs entstehen sollen, also 180.000 überhaupt in Deutschland und 85.000 davon im produzierenden Gewerbe,
dann spiele der Einfluss des Wetters ja eine größere Rolle, als der Einfluss des Freihandelsabkommens sein würde. Denn, wie gesagt, auch diese 85.000 beziehen sich ja auf einen 10-Jahres-Zeitraum. Die Wirkungen seien mikroskopisch gering und würden teuer erkauft, nämlich durch die Absenkung der Schutzrechte für Verbraucherinnen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Liberalisierung bringt nun mal, das ist normal, eine Verschärfung des Wettbewerbs mit sich. Die Konkurrenz wird härter, in diesem Fall zwischen Europa und den USA, wo die Arbeitnehmerrechte, ich habe das ja schon vorhin gesagt, schwächer sind als in der EU und die Gewerkschaften von der Politik teilweise massiv bekämpft werden. Da sagt Herr Wetzel, der Chef der IG Metall, da ist es doch wohl fraglich, ob die deutschen Regeln zur Mitbestimmung künftig dann überhaupt noch eine Chance hätten. Propagiert wird, ich sagte das schon, EU und USA müssten sich gegen die Konkurrenz aus China und anderen Schwellenländern wappnen. Dieses Freihandelsabkommen sei eben eine notwendige Reaktion auf die starken Wettbewerber aus den BRICS-Ländern. Aber kann denn eigentlich jemand wollen, kann jemand akzeptieren, dass die Kosten und Standards auf ein Niveau gesenkt werden, das mit dem Chinesischen konkurrieren kann? Die Chinesen haben unendliche Fortschritte in den letzten Jahren auch auf dem Gebiet der Wirtschaft gemacht und auf dem sozialen Gebiet machen sie auch ganz gute Schritte, finde ich. Aber dennoch ist der Abstand bei vielen Standards, bei vielen Kosten noch enorm, weil die Löhne in China wesentlich niedriger sind als in vielen Ländern der Europäischen Union. Und damit machen die Chinesen auch Wettbewerb, keine Frage. Aber andere Länder, auch in der EU, haben ebenfalls ihre protektionistischen Instrumente. Denken wir mal daran, was mit der Solarindustrie geschehen ist. Die Solarindustrie in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ist gefördert worden, noch und noch. Als dann das war doch eine Subvention, ist auch gegen Freihandel. China wurde dann von der EU dafür sanktioniert. Inzwischen sind die Wogen ein wenig geglättet. Aber immerhin zeigt das, man darf nicht immer mit dem Finger nur auf den einen zeigen, sondern da gibt es dann oft auch Gegenreaktionen. Und im Übrigen brauchen die Länder, die noch in der Entwicklung sich befinden, die brauchen auch auf bestimmten Gebieten Vorzüge gegenüber anderen Ländern, die schon diese Entwicklung hinter sich haben. Und denken wir mal an England, denken wir auch an Deutschland. Wie haben die ihre Entwicklung geschafft? Nicht auf freien Märkten und auf von Beschränkungen befreiten Märkten, sondern sie haben es geschafft, indem sie auf vielen Gebieten protektionistisch waren. Die Skepsis gegenüber den Verheißungen der Studien, die bisher vorliegen zu dem Freihandelsabkommen, wird genährt auch durch Erfahrungen mit früheren Freihandelsabkommen, so dem Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, der sogenannten NAFTA. Da gab es vorher auch Studien, in denen ein deutlicher Zuwachs bei Arbeitsplätzen prognostiziert wurde, ein höheres Wirtschaftswachstum in Aussicht gestellt wurde. Erfüllt haben sich diese Prognosen nicht. Eigentlich sollten mexikanische Kleinbauern von dem Abkommen profitieren und die Abwanderung in die USA gestoppt werden. Eingetreten ist das Gegenteil. Ich muss das jetzt kurz fassen an dieser Stelle. Viertens. Ein besonderes Kapitel ist der vorgesehene Investorenschutz. Wenn alles bliebe, wie es jetzt im Projekt vorgesehen ist, dann könnte jede staatliche Regulierungsmaßnahme, ob beim Umweltschutz, beim Verbraucherschutz, bei der Einführung des Mindestlohnes, bei der Mitbestimmung, als Investitionshemmnis ausgelegt werden. Das bedeutet doch, das Primat der Politik wäre vollends ausgeschaltet. Vorgesehen ist bisher, dass Investoren sich vor privaten Schiedsgerichten, also vor Tribunalen außerhalb der normalen Gerichtsbarkeit,
gegen die Entscheidung eines Staates wehren können, wenn sie sich benachteiligt fühlen, wenn sie sich unfair behandelt fühlen, dann können sie solche privaten Schiedsgerichte anrufen. Diese Schiedsgerichte sind also eine Paralleljustiz zu den bestehenden Gerichten. Diese Schiedsgerichte, diese privaten, sind der Öffentlichkeit gegenüber nicht verantwortlich. Sie können den Klägern, also den Investoren, Schadensersatz zusprechen. Und gegen ihre Urteile kann kein Einspruch erhoben werden. Solche Gerichte sind angesiedelt in einem örtlich internationalen Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten. Interessant, dass dieses Zentrum in einem Gebäude das neben der Weltbank steht, angesiedelt ist. Also auch da sieht man schon Einflüsse. Neu sind solche Gerichte nicht. Der Investorenschutz spielt üblicherweise in Freihandelsabkommen eine Rolle. Aber doch in der Regel gegenüber solchen Ländern, von denen wir sagen, die haben kein geordnetes Rechtssystem, da ist noch kein Rechtsstaat entwickelt. Wer will denn behaupten, dass die USA kein Rechtsstaat wären, dass die Bundesrepublik kein Rechtsstaat wäre und so weiter und so weiter? Das müsste man aber folgern, wenn die Investoren meinen, sie brauchen extra ein Gericht für sich, das sich an normale Regeln, Gerichtsregeln nicht zu halten braucht. Es gibt schon viele Klagen von Konzernen, auch schon bevor ein solches Freihandelsabkommen überhaupt abgeschlossen ist, gibt es schon viele Klagen von Konzernen. Zum Beispiel, der interessiert mich im Grunde gar nicht, mit dem Tabakkonzern Philip Morris, aber der prozessiert gegen Australien auf Zahlung einer noch nicht exakt bezifferten Summe von mehreren Milliarden Dollar, weil die australische Regierung angeordnet hat, dass Zigaretten nur noch in neutralen Packungen ohne Markenlogo verkauft werden dürfen. Da fühlt sich Philip Morris benachteiligt. Eins, was uns viel näher liegt, ist der schwedische Konzern Energieversorger Vattenfall. Der hat Deutschland verklagt wegen der vorzeitigen Abschaltung der Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel, verklagt auf 3,7 Milliarden Euro Schadensersatz. Eine Entscheidung dazu steht noch aus. Aber man stelle sich das mal vor, diese Entscheidung, aus der Atomenergie schrittweise auszusteigen, und da waren nun eben diese beiden Kernkraftwerke die ersten, die da betroffen waren, ist ja nicht vom blauen Himmel gefallen, sondern die ist gefallen nach einer Naturkatastrophe mit unendlichen bösen Auswirkungen in Japan, nach dem Unglück in Fukushima. Also nun können dann auch Investoren, können große Konzerne gegen Staaten klagen, wenn es Auswirkungen solcher Naturkatastrophen gibt. Also ich fasse es fast nicht mehr. Die sind ja auch versichert, die können auch ihre Versicherung in Anspruch nehmen, denn es geht um ein Force majeure. Aber es ist doch viel einfacher, einen Staat zu verklagen, denn der hat immerhin eine Bevölkerung hinter sich, die Steuern zahlen muss. Und dann steht eben der Steuerzahler ein, um die Klagen der Konzerne zu bedienen. Es ist schon ganz schön böse, was sich da vollziehen kann, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist. Solche Vorgänge wecken die Sorge, ob Staaten überhaupt noch frei sind, Verbraucher-, Umwelt- und Gesundheitsschutzregeln zu erlassen. Vor den Tribunalen, vor diesen privaten Tribunalen, sind Staaten immer die Beklagten. Sie können selber nicht klagen. Sie können nicht Kläger sein. Die Staaten können nur Geld verdienen, sie können nie gewinnen. Mann, ich frage mich, wie kann ein Staat sich darauf einlassen, dass private Schiedsrichter über ihre Gesetze, über die staatlichen Gesetze und Entscheidungen urteilen und dass die Zivilgesellschaft in Geiselhaft dafür genommen wird. Die EU-Kommission will, wie jetzt verlautet,
die Anwendung des Investorenschutzes begrenzen. Sie will im Text des Freihandelsabkommens klar verankern, dass die politischen Spielräume der Staaten nicht eingeschränkt werden. Aber das ist jetzt, es kann eine Beruhigungspille sein, um die Öffentlichkeit in Ruhe zu halten. Das muss schon noch ganz genau verfolgt werden, ob das wirklich so auch eingehalten wird. Fünfter Punkt, dieses Freihandelsabkommen, wie es jetzt vorliegt, ist ein Rückfall in vordemokratische Zeiten. Das gilt für den hinter verschlossenen Türen stattfindenden Verhandlungsprozess. Insbesondere gilt das aber für dieses Investitionsschutzabkommen. Da sind hochspezialisierte Anwälte am Werk. Ich habe gelesen, die haben Stundensätze von $800 mindestens. Die klagen Konzerninteressen gegenüber Regierungen ein. Und wenn sich diese kleine Elite durchsetzt, dann zahlen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen den Schadensersatz für Großkonzerne, die ihre Interessen, das Gewinnstreben betreffend, geschmälert oder eingeschränkt oder auch nicht umgesetzt sehen. Ich finde, der Kampf gegen ein Sonderklagerecht von Konzernen ist daher auch ein Kampf für das öffentliche Interesse und für die Bürgerrechte. Wie so oft, wenn es ums große Geld geht und um Marktanteile, dann haben die Vertreter großer Unternehmen exklusiven Zugang zum Verhandlungsclub. Sie sind früher als Parlamente, früher als die Öffentlichkeit informiert. Sie können Zwischenergebnisse kommentieren und sie können stets ihre Wünsche vortragen. Es gibt mehr und mehr Veröffentlichungen darüber, wie viele Wirtschaftslobbyisten auf der Welt unterwegs sind und auch allein in Brüssel unterwegs sind. In Brüssel sind das auch fast 1000, die dort umherschwirren und Einfluss versuchen zu nehmen auf dieses Freihandelsabkommen. Und ich finde, besonders pikant ist in diesem Zusammenhang, was vor ein paar Tagen, gestern oder vorgestern, veröffentlicht wurde, dass nämlich das oberste Gericht der USA entschieden hat, Wahlkampfspenden an Parteien und auch an einzelne Kandidaten von Parteien für das Parlament sind nach oben nicht zu begrenzen. Es hatte jemand geklagt dagegen, dass das doch also keine Gleichberechtigung ist, wenn der eine kriegt so viel Spenden und der andere so viel und die Spenden sind nach oben in ihrer Höhe nicht begrenzt. Nein, das oberste Gericht hat entschieden, die Spendenhöhe ist nicht zu begrenzen. Denn sich zu entscheiden für einen Kandidaten, für eine Partei, sei immerhin ein Freiheitsrecht. Das bedeutet doch aber auf Deutsch, dass wenige Millionäre, besser vielleicht noch Milliardäre, über das Wohl und Wehe von Parteien entscheiden. Die, die das meiste Geld zur Verfügung haben, machen einen regelrechten Wahlterror. Und die können sich dann die von den Konzernen gewünschten Politikziele, können sich auf diese Weise durchsetzen. Wahlkampfspenden sind Ausdruck von Meinungsfreiheit, so das oberste Gericht der USA. Wer mehr Transparenz auf diesem gesamten Gebiet, die Verhandlungsstrategie und die bisherigen Ergebnisse betreffend bekannt, vorhanden, dann würde das die Position der Verhandlungsführenden schwächen, ist der offizielle Kommentar auch der Bundesregierung und der EU-Kommission. Sie begründen Geheimniskrämerei auf diesem Gebiet damit, dass die Verhandlungsstrategie der Europäer zu schnell bekannt werden könnte und die eigene Position auf diese Weise in den Verhandlungen geschwächt würde. Ich kriege einen Lachanfall fast. Die NSA weiß sowieso alles. Die weiß sowieso schon, womit die deutsche Verhandlungsdelegation, die EU-Verhandlungsdelegation dort antritt. Das brauchen die nicht erst noch geheim sich irgendwie zu beschaffen, sondern das wissen sie schon.
Wer heute glaubt, die Ziele der europäischen Delegation könnten gegenüber den Amerikanern geheim bleiben, der lebt doch wirklich in einer Märchenwelt. Insgesamt gehört dieses Freihandelsabkommen, so wie es jetzt vorliegt, zwischen der EU und den USA gestoppt. Freihandel ist ein verführerisch nach Freiheit von Handelsschranken klingender Terminus, der sich, das haben die immer noch im Hintergrund, sich ja auf eine klassische Wohlstand für alle Beteiligten versprechende ökonomische Theorie gründet, nämlich dieses Ricardische Theorem der komparativen Kostenvorteile. Ich sagte schon, dieses Theorem hatte im Kapitalismus der freien Konkurrenz sehr wohl seine Bedeutung, aber heute geht es nicht mehr um freie Konkurrenz, heute geht es um entfesselte Märkte, die fördern Gier, die fördern nicht den gesellschaftlichen Fortschritt. Ein den Wohlstand aller Beteiligten sichernder Freihandel, der muss in Leitplanken eingebettet sein, der braucht regulierte Finanzmärkte, der braucht soziale und ökologische Standards zum Schutz von Mensch und Natur. Diese Standards dürfen nicht abgesenkt werden, nur damit Konzerne ihre Profite erhöhen können. Dem Schutz von Würde und Gesundheit der Menschen sowie einer lebenswerten Umwelt dienende Handelsvorschriften dürfen nicht als Protektionismus gebrandmarkt werden. Und man muss die Freihandelspropagandisten auch mal mit der Empirie konfrontieren. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf dieses in Rede stehende Abkommen zwischen EU und den USA, sondern generell. Wenn man mal Freihandelsergebnisse untersucht, dann stimmt diese These, der Freihandel bringt Wohlstand für alle, heute nicht mehr. Zumindest ist wenn eine Wohlstandserhöhung eintritt, dann ist sie asymmetrisch. Dann haben die Industrieländer den größeren Vorteil und die Entwicklungsländer den geringeren Vorteil. Die zahlen die höheren Kosten für Freihandel. Aber nicht nur Entwicklungsländer sind benachteiligt gegenüber Industrieländern bei Eintritt von Freihandel, sondern man muss auch mal fragen, was ist eigentlich mit den entwickelten Ländern, mit den Industrieländern? Profitieren davon alle gleichermaßen von einem Freihandel? Und da können wir ruhig mal die Bundesrepublik Deutschland nehmen, die ja jahrelang Exportweltmeister war, inzwischen auf der dritten Position in der Welt liegt, nach den USA und China, aber immerhin eine dritte Position für dieses Land ist ein Wahnsinn. Obwohl so tief in die internationale Arbeitsteilung integriert, obwohl so dominant am Welthandel beteiligt, ist doch die Wohlstandsanhebung nicht für alle Bevölkerungsschichten etwa spürbar gewesen. Ich will nur mal ein paar Beispiele sagen. Es gibt Wohlstandserhöhungen auf jeden Fall für einzelne Gruppen, aber das Pro-Kopf-Einkommen dieses langjährigen Exportweltmeisters und heute auf der dritten Position stehenden Deutschland, das liegt unter dem mancher europäischer Länder mit weitaus geringerer Teilnahme an der internationalen Arbeitsteilung. Muss man sich doch mal fragen, wie geht das? Einkommensungleichheit und Armut haben hierzulande seit der Jahrtausendwende stärker zugenommen als in allen anderen OECD-Staaten, obwohl der Export dominant sich entwickelt hat. Der Anteil der Löhne am gesamten Volkseinkommen war rückläufig. Der sogenannte Gini-Koeffizient, das ist die Spreizung zwischen den Einkommen. Diese Spreizung ist in Deutschland erheblich schneller gewesen als in anderen Ländern, die auch am Welthandel teilnehmen und sogar in Ländern, die nicht so stark am Welthandel teilnehmen. Geschrumpft ist das deutsche Staatsvermögen in den letzten 10-12 Jahren, insbesondere deshalb, weil wir so unendliche Exportüberschüsse haben. Im vergangenen Jahr haben wir rund gerechnet 200 Milliarden
Leistungsbilanzüberschuss und in der Leistungsbilanz nimmt die Handelsbilanz den größten Posten ein. Also im Grunde kann man sagen, wir haben 200 Milliarden mehr Euro mehr exportiert als importiert. Dadurch fließt Vermögen aus Deutschland ab, in Form von Direktinvestitionen in anderen Ländern, in Form von Krediten. Die Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass dieses abgeflossene Vermögen durchaus nicht immer stabil ist und nicht immer wieder in Anspruch genommen werden kann. Es entwertet sich auch. Und so hat das deutsche Staatsvermögen in den vergangenen, seit 1999 um 20%, 1999 lag das Staatsvermögen bei etwa 20% des Bruttoinlandsprodukts. Jetzt ist es noch bei 0,5% des Bruttoinlandsprodukts angekommen und steht für künftige Generationen nicht mehr zur Verfügung. Deutschland feiert sich für seine unerhörten, ungeheuren Exporterfolge und ich will die dann auch überhaupt nicht schlecht machen. Wir können in der Diskussion darauf zurückkommen, gerne. Aber es geht nicht darum, den Export Deutschlands zu strangulieren. Es geht darum, dass Deutschland mehr importiert von anderen Ländern und auf diese Weise auch deren Möglichkeiten, stärker am internationalen Austausch teilzunehmen und davon zu partizipieren, um das zu ermöglichen. Es hat neulich mal ein kluger Mann gesagt, früher musste man Länder militärisch überfallen, um sie zu besitzen. Das muss man gar nicht mehr heute. Heute reicht es, andere Länder durch anhaltende Exportüberschüsse an die Kandare zu kriegen. Wir haben das in der EU in den letzten Jahren sehr stark gesehen. Das deutlichste Beispiel war Griechenland, obwohl Griechenland sehr viele Hausaufgaben zu machen hat, immer noch. Aber diese Art von Austeritätspolitik, die dann betrieben wird, um Länder zu veranlassen, ihre Schulden zu bezahlen, die ist genau nach hinten losgegangen. Man hat die Schuldnerländer im Grunde heute eines Teils ihrer Souveränität beraubt. Das muss man schon deutlich sagen. Insofern ist die Frage, wie weit soll denn Freihandel gehen und wo muss es auch wirklich mal Bremsen geben? Diese Frage ist virulent. Ich könnte nachher in der Diskussion, wenn es gewünscht ist, ergänzen, wie die EU sich stellt zu diesen Leistungsbilanzüberschüssen und Defiziten. Das spare ich mir jetzt. Ich komme zum Schluss. Hierzulande hat sich künftig auch unser Bundespräsident in das Freihandelsgetöse eingestimmt. Er hat gesagt wörtlich, im außenpolitischen Vokabular der Republik reimt sich Freihandel auf Frieden und Warenaustausch auf Wohlstand. Das hat er gesagt am 31. Januar 2014 in seinem Eingangsreferat auf der 50. Münchner Sicherheitskonferenz, wo es um die Rolle Deutschlands in der Welt ging. Also, Freihandel reimt sich auf Frieden und Warenaustausch auf Wohlstand. Er stellt damit den Freihandel, der in seiner ungezügelten Form auch Armut und Krieg verursacht, mit dem großen Ziel des Friedens auf eine Stufe. Als ob Freihandel nicht allzu oft das Recht des Stärkeren bedeutet und ein wirksamer Schutz des Schwächeren durchaus auch Protektionismus erfordert. Nicht auf alle Ewigkeit und nicht auf allen Gebieten, aber ich denke, man darf das nicht ausklammern. Umfassende Liberalisierung hört sich wohltuend an nach Freiheit, kann aber gefährlich sein, denn es ist zu befürchten, dass im Rahmen einer umfassenden Liberalisierung keineswegs nur sinnlose Bürokratie und Doppelregelungen abgebaut werden, sondern die Gefahr ist groß, dass soziale und ökologische Standards abgesenkt werden, dass Demokratie ausgehöhlt wird. Nur um auf diese Weise Kostenvorteile für Unternehmen zu schaffen. Die gegenseitige völlige Marktöffnung kann nur zwischen Partnern mit vergleichbarem Entwicklungsniveau und ähnlichen sozialen und ökologischen Schutzstandards funktionieren. In der EU sind auch Rumänien, sind auch Bulgarien. Deren Entwicklungsniveau gemessen an dem deutschen oder französischen oder italienischen oder was auch immer, ist doch bekannt.
Die wären aber alle hier eingemischt, die werden alle untergebuttert unter diese Freihandelsgeschichte. Letztes Wort. Was können wir denn tun? Also wer nicht will, dass Hormonfleisch, dass er irgendwann Hormonfleisch essen muss und geklorte Hühnchen. Wer nicht will, dass Ölförderung mit Fracking passiert und auf diese Weise Umwelt- und Gesundheitsnormen abgesenkt werden, der sollte sich dafür interessieren, was in den Hinterzimmern geschieht. Der muss für ein Ende der Geheimverhandlungen sich einsetzen, größtmögliche Transparenz fordern. Die EU-Kommission, wach geworden durch Proteste, die ja immer noch auf einem ja zu beherrschenden Niveau sich bewegen, die EU-Kommission hat angesichts dieser vielfältigen Proteste eine Online-Befragung zum Freihandelsabkommen gestartet. Jeder, der interessiert ist, jeder Bürger, jedes Unternehmen, jeder Verband, kann sich daran bis zum 21. Juni beteiligen. Es gibt auch diese Internetplattform Kompakt, die inzwischen, ich glaube 460.000 sind inzwischen Stimmen gesammelt hat und dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages übergeben wird. 460.000 Stimmen, wenn das werden wahrscheinlich noch mehr, die kann ein Petitionsausschuss nicht vom Tisch wischen. Da muss eine Verhandlung dazu dort geschehen und da müssen sich die Bundesparteien dazu so oder so bekennen. Ich denke, vordringlich ist es, neben allen anderen Sachen, die ich schon gesagt habe, dass eine weitere Liberalisierung von öffentlichen Dienstleistungen verhindert wird. Es ist gerade die Gefahr abgewendet worden, die aus flächendeckender Privatisierung der Wasserversorgung geschehen ist und jetzt glücklicherweise erst einmal eingedämmt ist. Und es war vor ein paar Jahren auch in der EU eine Klage anhängig beim Europäischen Gerichtshof gegen die Sparkassen. Luxemburg, Spanien und Deutschland haben noch Sparkassen, die privaten Banken haben sich aufgerafft und dagegen zu klagen. Die sollten vom Markt verschwinden. Ich wette, wenn dieses Freihandelsabkommen, wie es jetzt konzipiert ist, durchkommt, dann kommt es dazu. Dann werden nur noch private Banken das Sagen haben und weder Sparkassen und dann kommen auch die Genossenschaftsbanken nachher noch unter den Hammer. Auch die angestrebte Öffnung der öffentlichen Beschaffungsmärkte birgt Gefahren. Das ist eine Frage, die die Kommunen interessieren muss. Und ich denke, es braucht einen Konsens darüber, dass kulturelle Vielfalt und regionale Besonderheiten kein Handelshemmnis sind, sondern ein Anspruch auch der Zivilgesellschaft, davon Gebrauch zu machen. Sie sind eine globale Bereicherung. Letztes Wort. Mir geht es sehr darum zu betonen, dass alle Kritik an diesem Freihandelsabkommen in keiner Weise anti-amerikanistisch gedacht ist. Es gibt auch in den USA viele Bürgerinnen und Bürger, die haben ihre Probleme mit dem, was dort aufgeschrieben ist. Nicht nur die Europäer. Also in den USA, um Beispiele zu sagen, die wollen kein Rindfleisch aus der Europäischen Union importieren, weil sie sagen, da infizieren wir uns mit BSE. Ja, kann man sagen, aber das ist da. Sie finden die Zulassung von Medikamenten in der Europäischen Union viel zu lax. Das finde ich nun in Ordnung, darauf kann man durchaus auch mal gucken, was man da ändern kann. Sie finden die Tabakwerbung viel zu lax. Den französischen Käse. Sie wollen keinen französischen Rohmilchkäse zum Beispiel. Also es gibt da auch viele, viele Vorbehalte. Insofern meine Bemerkung, eine Kritik an dem Freihandelsabkommen, wie es jetzt vorliegt, ist keine anti-amerikanistische Tendenz, der ich da irgendwie das Wort reden will. Sondern es geht darum zu erkennen, dass auf beiden Seiten des Atlantiks es die großen Konzerne sind, die endgültig das Ruder übernehmen wollen, bis hin zur Entmündigung von Staaten. Dagegen muss man sich wehren und es wäre wünschenswert, dass Bevölkerungen auf beiden Seiten des Atlantiks
diese Sache auf den Schirm nehmen und dagegen öffentlichen Protest machen, damit Wirtschaft am Ende nicht doch nur im Interesse des Profits stattfindet. Danke. Vielen Dank, Frau Professor Luft. Ich würde ganz gerne noch mal eine Kleinigkeit ergänzen. Sie wollten ja auch nicht so weit reingehen und so tief reingehen, aber ich finde, einen Punkt sollte man vielleicht noch mal hinzufügen, und zwar, was diese ganze Lobbyarbeit nicht nur in Berlin. Wir haben in Berlin an die 5000 Lobbyisten. Das sind gut ausgebildete, mit viel Geld versehene Leute, die in die Gesetzgebung eingreifen. Brüssel schätzt man übrigens auf 20.000. Ach so, ja? Ja. Sehen Sie mal, wir lesen alle Zeitungen und jeder liest eine andere und überall stehen unterschiedliche Zahlen. Also das Problem in Brüssel ist, dass schon Anfang der 90er Jahre Banken und Großindustrie gesagt haben, dieses Schiff, das da gebaut wird, da wollen wir mitbauen, und zwar kräftig mitbauen. Und sie haben von Anbeginn verschiedenste Organisationen gegründet, die alle möglichst auch Abgeordnete mit einbeziehen. Abgeordnete, wenn sie dann aufgefordert werden, in so einen wunderbaren Kreis aufgenommen zu werden, merken teilweise gar nicht, was die von einem wollen, sondern die Abgeordneten haben den Eindruck, ja, sie werden geehrt und sie dürfen jetzt in diesem Kreis auch mit rein. Ich will Ihnen nur mal sagen, was da zum Beispiel Business Europe heißt es. Ihm gehören 47 der größten europäischen Konzerne und 35 europäische Dachverbände aus Versicherungen, Banken, Unternehmen und Dienstleistungssektor an. Transatlantic Policy Network, 1992 gegründet, ist eine Lobbyorganisation großer europäischer und US-amerikanischer Unternehmen und wirtschaftsnaher Netzwerke, die durch die Einbindung von europäischen und US-amerikanischen Politikern die transatlantische Politik im Sinne ihrer wirtschaftlichen Interessen beeinflusst. Übrigens aus der Zeit bzw. aus der Süddeutschen Zeitung. In TPN, also die Abkürzung, versammeln sich Großunternehmen, darunter Bertelsmann, Boeing, Dow Chemical, John Morgan, Nestlé, Daimler AG, Deutsche Bank, Microsoft und über hunderte Abgeordnete des US-Kongresses und des Europaparlaments. Darüber hinaus sind Mitglieder Thinktanks, Handelskammern und Arbeitgeberverbände. So, dieses TPN setzt sich momentan intensiv für das geplante Freihandelsabkommen ein. Dann, ich könnte jetzt noch 6 oder 7 dieser Organisationen aufzählen, die ein gigantisches Netzwerk von, ich sagte schon, Einfluss, Geld und wirklich die besten Fachleute, die können sich kaufen. Das können nicht die NGOs, diese zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die kämpfen immer gegenseitig, wer kriegt 5 Euro von welchen Mitgliedern, und sind in einer gewissen Weise auch Konkurrenten. Und natürlich auch die internationale Handelskammer, 1500 Wirtschaftsorganisationen und mehr als 5000 internationale Wirtschaftsunternehmen sind darin vertreten, darunter 50 Großkonzerne, Coca-Cola, Goldman Sachs, McDonald's, Unilever und so weiter. Auch sie sind dabei, dieses Freihandelsabkommen mitzugestalten. So, und wenn man sich das alles mal durchliest, dann muss man wirklich sagen, wacht auf, ihr Völker. Es geht wirklich in eine ganz andere Richtung als die wir wollen, wenn wir einen sozialen, demokratischen Rechtsstaat behalten wollen. Und wir als Ost-West-Forum sind ja nicht parteipolitisch ausgerichtet, sondern unser Ankerpunkt ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, und das nehmen wir ernst. Und deswegen denke ich, diese Veranstaltung heute ist von großem Gewicht. Wann immer Sie mal einen Abgeordneten der EU treffen in der nächsten Zeit, es gibt ja Wahlen, dann fragen Sie sich doch mal bitte, wie Sie sich zu diesem Freihandelsabkommen stellen.